Bist du nach einer Partie Streitschwester? Ich baue das Brett auf. Ich kam gerade vorbei. Ein Frischling, hm? Keine Sorge. Ich nehme Rücksicht auf dich. Hast du Figuren? Nein. Tja, so ein Glück aber auch. Ich habe noch einen Satz. Original Tenakt. Direkt aus dem verbotenen Westen. Komm, setz dich. Ich erkläre dir ganz schnell alles. Ich gebe dir etwas Besonderes, wenn du auf allen meinen Brettern gewinnst. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Denk dran, immer das beste Terrain für deinen Angriff zu suchen. Du wirst überrascht sein, welchen Vorteil dir das über einen Gegner verschaffen kann. Hat mich schon das ein oder andere Mal gerettet. Ich versuche daran zu denken. Oh, bevor ich's vergesse. Das sind alles meine Ersatzfiguren. Ich will, dass die Retterin von Meridian sie kriegt. Es ist zwar nur ein kleiner Satz, aber er sollte ausreichen, um bei jedem Streitspiel dort draußen einzusteigen. Vielleicht hast du ja Lust, nach Streitschnitzern Ausschau zu halten. Die haben alle möglichen besonderen Figuren, die ein Spiel zu deinem Vorteil wenden können. Doch für die Herstellung brauchen sie das richtige Material, oder? Mit etwas Glück findest du sie in der Wildnis. Ich habe jede Menge Figuren bei einer nächtlichen Maschinenjagd verloren oder einer Kneipentour. Du brauchst mir nicht zu danken. Ist mir stets ein Vergnügen, neuen Streitspielern zu helfen. Also, wenn dir danach ist, ein echtes Spiel zu spielen, ich habe jede Menge andere Bretter. Ich könnte dir auch noch ein paar Tricks zeigen, wenn du möchtest. Danke, ich überleg's mir. Lass uns spielen! Dein Zug, Rotschopf. Ich bin dran. Du bist dran. Hey, das war der perfekte Platz. Ha, eine Maschine übrig. Damit kann ich noch gewinnen. Sieht aus, als hättest du nur noch eine Figur. Dein Zug, Rotschopf. Ah, sieht nicht gut aus für dich, Rotschopf. Du bist dran, Rotschopf. Bei allen Schmiedehämmern. Du hast mich auf jedem meiner Bretter besiegt. Das ist einen Preis wert, sage ich. Hoffentlich bis bald. Gerade mitten im Spiel? Val und ich haben gespielt, bevor ihr zu Gemini seid. Wir wollten weiterspielen, wenn wir wieder zurück sind, aber... Du möchtest das Spiel also beenden? Ich glaube nicht, dass ich es einfach wegräumen kann. Wenn du Zeit hast. Viel Glück für uns beide. Und weg damit. Mein Zug. Ein Sieg für mich. Aber Val hätte sich sicher gefreut, dass du für ihn gespielt hast. Danke, dass du mitgemacht hast. Legen wir los. Val hätte der Sieg sicher gefreut. Danke, dass du mitgemacht hast. Das Spiel ist wohl zu Ende. Ich sollte dann wohl mal los. Wir sehen uns am Treffpunkt. Mein Hammer ist bereit. So ist es mir auch am liebsten. Irgendwann musst du ziehen. Verloren. Schon wieder.
Aber wie? Ich hatte doch einen Donnerkäfer. Was bringt die Stärke deiner Figuren, wenn du nicht weißt, wie man sie einsetzt? Mit einer guten Strategie bringt dir selbst die schwächste Maschine den Sieg. Sieht aus, als wüsstest du, wie dieses Spiel geht. Klar weiß sie das. Du redest mit der besten Streitspielerin der Clanlande. Wie wär's dann mit ein paar Spielchen? Vielleicht kannst du mir was beibringen. Ich unterrichte keine Fremden. Du hast dem Stamm geholfen. Sagen wir, ich spiele gegen dich, wenn du meinen Schüler auf allen Brettern besiegen kannst. Wieso muss ich? Na gut. Vor dir liegt eine schwierige Aufgabe. Wenn du Figuren brauchst, können wir gerne handeln. Das war mein letztes Brett. Du hast sie alle geschlagen. Du kannst in Würde verlieren, wenn du aus deinen Fehlern lernst, Vicalo. Ja, Leichter. Gutes Spiel. Und du? Ich hoffe, dich bald an meinem Tisch zu sehen. Viel Glück. Im Namen der Zehn. Also die Osera. Ich habe gehört, ihnen verdanken die Kaja ihre Geräte. Was darf sein, Fremde? Die richtigen Figuren zu wählen, kann schwer sein. Willst du sehen, wie eine richtige Partiestreit aussieht? Bin gespannt. Das war fantastisch. Es scheint, als wäre ich nicht mehr die beste Streitspielerin der Clanlande. Das scheint dich nicht zu ärgern. Sonn dich zu lange in deinem Sieg und selbst die schärfste Klinge wird stumpf. Es ist wohl Zeit, auf neuen Brettern zu spielen. Unsere Schnitzer haben bestimmt etwas, das uns beide auf Trab halten wird. Wenn du vorhast, deine Fertigkeiten gegen mich zu testen. Das wäre schön. Mögen wir niemals selbstgefällig werden. Ich möchte dir das hier geben. Etwas, um deinen Sieg zu feiern. Ich freue mich auf unser nächstes Spiel. Ich bin hier, wenn dir nach Spielen ist. Ich sollte los. Komm wieder, wenn dir nach einer Partie Streit ist.